Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst auf den Punkt, heute am ersten Advent. Advent ist die Zeit der Erwartungen. Kinder warten sehnsüchtig auf das Weihnachtsfest mit Christbaum und Geschenken. Erwachsene warten auch darauf, dass die Pandemie endlich besiegt wird und wieder ein Weihnachtsfest möglich ist, wie wir es einmal kannten. Hauptsache nicht so wie im letzten Jahr, ohne Familientreffen, mit kleinen Gottesdiensten im Freien statt vollen Kirchen. Wir werden es sehen. Ob unsere Erwartungen an das Fest sich erfüllen, wissen wir nicht. Was wir wissen und heute bedenken wollen, ist, Gott selbst macht sich auf den Weg in die Welt. Er selbst ist der Grund, dass wir hoffen können, nicht alle unsere Wünsche und Erwartungen werden sich erfüllen. Aber unsere Sehnsucht nach erfülltem Leben, nach Frieden für unsere Seele, die hat Gott gestillt, indem er selbst in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt gekommen ist. Schön, dass ihr dabei seid. Im Sommer haben wir überlegt, wie soll es weitergehen mit unseren Online-Gottesdiensten und Online-Andachten. Es kostet schließlich Geld, diese produzieren zu lassen. Geld, das in unserer Gemeinde nach zwei großen Kirchenrenovierungen und in Zeiten zurückgehender Kirchensteuern sehr knapp ist. Doch mit Blick auf die vielen Menschen, die unsere Online-Angebote wahrnehmen und daraus immer wieder Anregungen, neue Gedanken und Stärkung im Glauben erfahren, haben wir beschlossen, es muss doch möglich sein, mit Hilfe von Spenden und kreativen Aktionen das Geld aufzubringen, das benötigt wird, um unser Online-Angebot aufrechtzuerhalten. Eine Idee, die uns kam, war der Verkauf von selbstgemachten Weihnachtstüten. Darin ist alles enthalten, um sich auf die Adventszeit und das kommende Fest vorzubereiten. Weihnachtliche Geschichten zum Lesen und Vorlesen für jeden Adventssonntag. Ein selbstgestaltetes Teelicht von den Kindern unserer evangelischen Kindergärten für die entsprechende Stimmung auf dem Tisch. Ein Winzerglühwein, der Körper und Seele in der kalten und dunklen Jahreszeit wärmt. Und natürlich eine Tüte mit Weihnachtsplätzchen, liebevoll gestaltet von hilfsbereiten Mitgliedern unserer Kirchengemeinde. Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen gehört irgendwie einfach dazu, sonst kann es für uns nicht Advent werden. Gebäck ist genauso wie Kerzen und der Duft von Tannenzweigen untrennbar verbunden mit unserer Vorstellung von Advent und Weihnachten. Darum ist das Kinderlied von der Weihnachtsbäckerei, man mag es mögen oder nicht, immer noch eines der beliebtesten Schlager der Adventszeit, obwohl es mit dem eigentlichen Thema von Weihnachten, der Geburt Jesu Christi, eigentlich gar nichts zu tun hat. Oder vielleicht doch? Was hat die Weihnachtsbäckerei zu tun mit der Hoffnung, dass Gott selbst in Gestalt seines Sohnes zur Welt kommt? Fürs Backen braucht man zunächst einmal ein Rezept. Ohne gutes Rezept wäre das Gelingen guter Plätzchen reine Glückssache. Und wie ist das mit den alten Verheißungen der Bibel, so wie die des Propheten Sacharja? Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer,
den Verheißungen eines neuen Königs, der Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Es gibt Menschen, die meinen, die biblischen Verheißungen seien wie ein Rezept. Früher begann ein Rezept ja mit den Worten, man nehme. Und am Ende hatte man Plätzchen oder einen Stollen. Aber so einfach ist es nicht mit der Verheißung. Man nehme, funktioniert nicht. Verheißungen sagen uns, verlier nicht das Ziel aus den Augen, wenn es mal nicht weitergeht. Unheil, Unrecht und Katastrophen, wie die Corona-Pandemie, sind nicht der endgültige Zustand dieser Welt. Die Welt hat ein anderes Ziel als schlechte Zeiten. Gott verlässt seine Leute nicht, damals nicht, vor 2600 Jahren, als die alten Verheißungen entstanden, und auch heute nicht. An Jesus, Gottes Sohn, können wir sehen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Heil für die, die krank sind, Trost für die, die trauern, Zuwendung für die, die am Rand stehen. In Jesus hat es begonnen und Gott wird es vollenden, eines Tages ganz sicher. Eine weitere Analogie entdecke ich zwischen der Weihnachtsbäckerei und der adventlichen Hoffnung. Für einen lockeren, luftigen Brot- oder Kuchenteig braucht es Backpulver oder Hefe. Unsere biblischen Verheißungen sind auch so etwas wie Backpulver für unser Leben. Sie verändern den Teig. Sie bringen Luft rein in den Alltag, der uns manchmal zu ersticken droht. Ohne Hoffnung ist das Leben oft ein ziemlich trockener Keks, selbst wenn die Zutaten stimmen. Hoffnung ist Lebenskraft, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Manche, denen das Leben übel mitgespielt hat, denken jetzt vielleicht, wie kann unsere Hoffnung mehr sein als plumpes, alles wird gut? Zeigen nicht unsere Erfahrungen, dass viele Erwartungen enttäuscht werden? Aber Hoffnung ist etwas anderes als Erwartung. Erwartung legt sich auf ein Datum fest und auf ein Maß. Ich erwarte, dass ich bekomme, was mir zusteht, ein ordentliches Stück vom Glück. Hoffnung hält an der Nähe zu Gott fest, an seiner Treue. Ihr Inhalt ist, ich bin gerettet. Ich werde nicht untergehen im Leben und im Sterben, auch wenn vieles anders kommt, als ich es gewünscht habe. Gott hat sich aufgemacht zur Welt, um zu finden, was verloren war. Deshalb lässt sich Hoffnung nicht auf mein Glück begrenzen. Sie gehört aller Welt und allen Menschen. Wir Christinnen und Christen sehen in Jesus den Spross aus dem Stamme Davids, den die Propheten vor 2600 Jahren verheißen haben. In ihm wird Gott selbst Mensch, um uns die Augen zu öffnen für sein Reich, das mitten unter uns begonnen hat. Der Anfang ist gemacht und langsam wächst dieses Reich auf Erden, bis Gott eines Tages alles in allem sein wird. Doch wir leben noch in einer Zwischenzeit. Da ist noch nicht alles gut. Da gibt es noch Krankheit, Verletzungen und Tod. Aber mittendrin im Chaos dieser Welt passieren Wunder. Heute genauso wie in der Zeit Jesu. Vielleicht würden heute mehr Wunder vor unseren Augen passieren, wenn wir mehr Glauben hätten, mehr Vertrauen in Gott, der jetzt schon sein Reich unter uns aufbaut. Vielleicht passieren mehr Wunder, als wir denken. Schließlich erzählen wir uns nicht mehr von Wundern, weil sie nicht in unser modernes Weltbild hineinpassen. Aber sie passieren, davon bin ich überzeugt. Es ist noch nicht alles gut. Aber am Ende, da wird es gut werden. Und darum erzählen wir in der Adventszeit von der Wiederkunft Jesu Christi und von der Vollendung der Welt. Unsere Lieder handeln vom Heiland, der die Himmel aufreißen möge. Sie singen von dem Moment der Begegnung mit Gott. Wie soll ich dich empfangen? Und vielleicht auch von der Weihnachtsbäckerei, wo wieder mal alles schief geht. Inmitten des Chaos, zwischen verkleckerter Milch und verstreutem Mehl, da duftet es schon nach Weihnachten. Da gibt es schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel, auf Erden. Da ist Hoffnung auf ein gutes Ende greifbar. Amen. See you.
Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, um uns die Tür zu Gott zu öffnen. Noch sind wir nicht am Ziel. Noch warten wir darauf, dass Gottes Kraft für alle Menschen sichtbar wird. Bis dahin steh uns bei, wenn die Welt für uns unverständlich wird, wenn Unrecht uns verwirrt und wir ratlos werden, weil wir nicht mehr weiter wissen. Alles, was uns auf dem Herzen liegt, legen wir hinein in das Gebet, das du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich wie immer ganz herzlich bedanken bei unserem Musikteam und bei Yannick Ohr für die Produktion dieses Videos. Am kommenden Sonntag feiern wir wieder einen Gottesdienst hier in der Eichtersheimer Kirche und auf unserem YouTube-Kanal gibt es dann ein neues Lied und in 14 Tagen wieder einen Online-Gottesdienst auf den Punkt. Damit wir weiterhin diese Online-Angebote für Sie produzieren können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für Spenden benutzen Sie bitte die Kontoverbindung der Kirchengemeinde, sie unten in der Videobeschreibung, Stichwort Online-Gottesdienste nicht vergessen. Oder ihr könnt einfach online spenden, dafür einfach den Link in der Videobeschreibung benutzen oder den eingeblendeten QR-Code mit eurem Smartphone scannen. Vielen Dank für eure und ihre Unterstützung. Gerne könnt ihr uns auch dadurch unterstützen, dass ihr den Like-Button klickt oder diesen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Nun wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.